De Aposteljeschicht Nummer 3. Hier het ware Johan Dyck. Ich hoop je haben tijd gehad dat tweede kapitel van Aposteljeschicht durch te lezen. Hast du allemaal gewundert, wo de church oder de gemeente mal angefangen haft? Von der wel wir uns besonders doormat beschäftigen. Wat mij bij de Aposteljeschicht besonders wichtig is, is wo die eerste gemeente zich mal ontwikkeld en wat die deed om zich in zo weinig jaar over de ganze wereld te verspreiden. Wann wir in de nächste weken all deze aanvang van de eerste gemeente zijn, dan willen we ons vragen of onze gemeente de eerste gemeente überhaupt liggend. Ik leef dat zal ons streven zijn, wann wir ook niet alles zo doen als de eerste gemeente dat deed, aber dat onze instelling en ons ziel datzelfde zijn zal, ook nog van deel. Wel we nu dat tweede kapitel van de Apostelgeschicht abschlonen. Vergone week las wie, wo de eerste apostel en nofolger van Jezus zich in de bovenstoof verzamelden om te beden. Hier moet we ons voorts een vraag stellen of wie en onze kerken de gebedsstunden als neidig aan zijn. Mij komt het meest zo ver, dat voor de eerste apostel de gebedsstund dat allerwichtigste in de werk weer. Wie lezen voorts besteed daarvan in het eerste kapitel, dat die 120 zich door in de bovenstoof treffen om beden. En daar wein vraag ik nog eenmaal, ha wie in onze gemeenten überhaupt nog gebedsstund? Oder ha wie al jemals gebedsstund gehad? Oder leib wie dat erst nicht neidig? Wie sollen bloß thuis beden? Mij kam dat zo ver van de Schrift no, dat wie sollen nicht bloß thuis beden, dat wie sollen met onze breide en zesteren uit de gemeente ook taub beden. Wie sagen vergone werk, dat die eerste apostel en die eerste christen zich regelmäßig in deze bovenstoof treffen, ze beden door, aber bestemd hebben ze ook vele dinge bereid. Jezus had je angeboden, ze zullen hier blijven, wat de verheitung vom Vader komen wordt. En onder wird, wat de Heilige Geist even aankomen wordt, zoals Jezus dort versproken had. Wie lezen dan nu door even, uit Kapitel 2, en wie fangen wie vers 1 aan. Als de Pfingstdag dan kam, werden ze alle op eine Stede taub. En plötzlich hörten ze so's een Sturm en rügende Gelüd vom Himmel, so dat het im ganzen Huis te hören wir, wo sie saten. Dann sahen ze op einmal Tungen aus von vier, en die sahen sich ab jeder einem von an. En ze worden alle met dem Heiligen Geist gefällt, en fungen an in andere Sprachen te reden, dono aus de Geist an dat meilig mög. Da wohnten dann in Jerusalem Juden, Gottesfürchtige Männer, uit alle Länder unserem Himmel. Hier is de Red, dat het Pfingsten wir. Pfingsten wir kein nieer Helgedag. Pfingsten wir in seier aula Helgedag. Jo, de heit nicht so, aber dat wir dieselbe Dag. Frühjahr im Olden Testament, wir dat de Helgedag, wo sie besonders dem Herrn danken und loven deiden für die erste Frucht vom Land. Dat wir die Tiet, wo sie den Korn sollen nennbringen. En so brachten sie diese erste Frucht en lobten den Herrn dafür. En des Tag, wo sie dort deiden, wir immer dieselbe, dat wir 50 der no austren, oder 50 der no dat Passafest. Wann sie diesen Helgedag geholen hadden, dann hadden sie die Erlaubnis von Gott, dat sie nu können die ganze Arnd anbringen. En nu hat der Herr dazu geplant, dat kriegt an diesem Tag, wo sie früher immer hadden die erste Frucht dem Herrn gebracht, dit wird nu de Tag, wo er den Heiligen Geist even anschicken deed. In dis Tag wird genannt Pfingsten. Dat redt hij ook davon, dat ze alle in Einigkeit taub wären. Mij schien dit wichtig te zijn, dat de Heilige Geist even die Jan gekämpt, die zich im Herrn einig zijn. Deze Jünger wären dort. Ik vraag mij eenstje mal, waarom is er zo weinig van de Kraft vom Heiligen Geist in onze Kirchen te sperren? Kon dat doorwein zennen, dat wie in Aneinigkeit leven?
Ein Bruder mit einem anderen Bruder, eine Schwester mit der anderen Schwester. Oder ganze Familien, je eine andere Familien in der Gemeinde. Eint ist klar. Der Heilige Geist bringt Fried in Einigkeit. Und wo du nicht Fried und nicht Einigkeit hast, da fehlt der Heilige Geist sich fremd. Hier sagt es, sie werden alle in Einigkeit ab eine Stadt taub. Und dort wie in dieser Boberstube. Dit wir für die Gemeinde der erste Pfingsttag, in der wir ganz besonders. Du wir im Hus plötzlich ein lüdet Rüschen zu hören, so es war ein starker Wind in ein Bein bloßt. Da kommen Tungen oder Pflaumen so von vier, was sich ab jeder einem von diesen 120 Saaten deit. Dort haben uns meist nicht verstellen, wo dort mat gewesen sein. Wat für eine Wirkung hat dit Erlebnis ab an? Die Bibel sagt uns, sie reden in andere Tungen oder andere Sprachen, so's de Geist an dort angauf. Wat bedeutet dort, in andere Sprachen oder andere Tungen zu reden? Dat ha je bestimmt doch allemal gehört, dat es so ne Christen jaft, die seien, sie reden in Tungen. Dort, wat wir hier han, is gleich anders, als dort, wat einstmal von der in gewisse Kirchen gedone wird. Dit wären werkelige Sprachen, und da wir ein sehr guter Grund, worum sie diese verschiedenen Sprachen reden deiden. Ich lese ein bisschen wieder, und dann fängen wir ut, worum dort wort. Vers 5 betrat im zweiten Kapitel. Da wohnten dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, ut alle Länder unter dem Himmel. Als sie dort gelüd hörten, kämen ein grautet Teil für Villa taub, denn sie hörten, dass die in einem jederen seine Sprach reden deiden. Ganz verwundert fragen sie, sind nicht all diese, die da reden, von Galiläa? Wo ist das dann, dass wir in jederen in seine eigene Sprach hören? Parther und Meder und Elamiter, und die aus Mesopotamien, und in Judäa wohnen, in Kappadotien, in Pontus von Asien, Phrygien und Pamphylien, in Ägypten, in so weit aus Libyen, wie Kyrene, in Uitländer von Raum, Juden und Metjuden, Kreta in Araba. Wie hören die in unsere Sprach von Gott seine graute Wunderworken reden? Verwundert und verwillert fragen sie einem den anderen, wat jaftet noch? Die anderen aber hatten ihren Spott darüber und sehen, die haben zu viel Wein getrunken. Dit wie der Grund, worum Gott die Jünger andere Sprachen angauf. Das ist hier ganz klar. Viele, viele Juden wären taub gekommen in Jerusalem zu dieser Zeit. Von all diesen Ländern wird hier groß genannt worden. Und was will der Herr? Gott will haben, dass diese Menschen sollen alle das Evangelium in ihre eigene Sprache hören. Du hast ein großer Unterscheid, auf einer das Evangelium, Gott sein Wort, in seine jene Sprach hiert, oder eine Fremdsprach. Ich weiß, dass viele von jünt, die meine Stimme hören, kennen gut zwei Sprachen. Eine Schule hat je Hürgditsch gelehrt. In Thuis red je über Emma Plautitsch. Aber dort ist doch interessant. Wann wir auch Hürgditsch kennen, red die Hürgditsche Sprach nicht so klar zu uns, als wann wir dort selbe am Plautitschen hören. Und dort sehen wir auch hier. Diese Menschen wären verwillert. Die wären ganz ohne Wieder. Sie wüssten nicht, was passiert hier. Diese Männer, die kommen ja gar nicht aus ihre Länder. Die kommen aus Galiläa. Wo kommt dort bloß, dass die hier in ihre Sprach reden deiden? Na, wir sagen, das ist ein Wunder. Und dort ist es doch. Gott gauf seine Kinder zu der Zeit die Möglichkeit, dass sie können in diese fremde Sprachen reden, so dass jeder das Wort Gottes richtig hören und verstehen kann. Aber wir sehen hier noch was Interessantes. Wann auch viele Seier Aposteln und Neuftauhirden, wären dann noch die, was sich darüber dumm hatten. Die sehen das sind die bloß Besobne. Dort ha ich auch all erlebt, und du vielleicht auch. Ich weiß, dass wann ich irgendwo gechorkt habe, oder bei Ofenversammlungen, bei Evangelisationen, dann sind da immer so eine, die passen ganz genau ab,
die horchen Fantau, und die loten sich Gott sein Wort zu horten gönnen. Aber dann sind auch die weinlich Söhne, die lachen darüber. Die gönnen Hüs und haben ihr Spott über den Prediger, was sie uns sagt. So wird es hier auch. Hier wären Söhne, die sehen, dort erst je bloß ne graute Dummheit. Die sind alle besopen. Aber wären sie besopen? Nee, überhaupt nicht. Petrus sieht dann aber ganz, ganz klar, was hier passiert. Wir fangen wie fast 14 nu an. Dann stund Petrus mit der Alv ab und funk mit lüde Stämme an zu reden und seht an, Mana ut Judäa und all die, die in Jerusalem wohnen, dit soll je weiten und horcht, wat ich je sei. Diese Mana sind nicht dün, so's je denken, denn dort ist noch mal bloß klock näher in Samariest. Dit is aber dort, wovon der Prophet Joel red. Hij seht, dort wird in der letzte Zeit passieren, dat ich meinen jäst über alle Menschen utjeite war, in jüne Sehns und Dachter wurden prophetisch reden, jüne junge Mana wurden gesächter seinen, jüne aule Mana wurden dreim haben. In eva Mana in frühes, de mi deinen, wo ich an de Zeit meinen jäst utjeiten, in die wurden prophetisch reden. Ich wo boven am Himmel Wunder daunen, in ob Tierkens ungen ape Ied, blaut, fia, rüok und damp. De Sonn wird schwartdiester worden, in de Mond raut as blaut, eier an sein Haaren sein grauter, herrlicher Dach für'n Dach kommen wird. Und wer immer den Haaren seinen Nomen anraubt, der soll gerat worden. Nu stellt jünt et mal fair. Petrus steht hier ab für all diese viele düsende Menschen, wo dort auch getrollt werden. Er fängt an zu reden. Ist dit dieselbe Petrus, den wir kennen? Ist dit der Petrus, wat ungefähr 2 Monate vorher den Herrn Jesus verleihen deid? Er seht, ich erkenne den nicht. Jo, dit ist dieselbe Petrus, aber dit ist ein anderer Petrus. Dit ist dieselbe, aber doch ein anderer. Dit ist der Petrus, wat sein ganzes Leben dem Herrn Jesus Hand gegeeft hat. Er hat Büsse gedonnen über dat oude Leben. Er hat sich am ganz Hand gegeeft, und nu de Heilige Geist en sein Leben wirken und arbeiten. So'n Unterscheid erst dort. Und hier mocht ich ein bisschen stillholen. Vielleicht bist du ein Mensch, der haft auch allerhand Troubles mit oude Dinge, die hier nicht los wird. Oder du bist ne früh, wat an gewisse Dinge gebungen ist, und du lebst, du kannst nicht frei worden. Du bist nicht so eine Person, als du weißt, was Gott haben will. Du kannst dich verändern. Und die Veränderung kommt, wenn der Heilige Geist in uns Leben regiert. Hier hat wie Jerots gelesen, der Heilige Geist kam über an alle, und er erfällt an. Und des Petrus, dort wie ein veränderter Mann, wills er nu dem Heiligen Geist han gejeft wir, und nicht mehr dem Petrus. Hei seht zu dat Falsch, du denk je arrecht, dat is noch mal bloß klock näher in Samariest. Je denken arrecht oder eva wann je seien, diese Menschen sind dün. Nee, dit is wat ganz andret. Dit is die Erfällung von dort, wat der Prophet im Olden Testament seht, wat noch mal passieren wird in der letzte Tiet. Dit sagt uns noch mehr. Petrus seht, in der letzte Tiet, erst nu. In andere Wied, dort, wat Joel gesagt hat, dort Gott wird eine letzte der seinen Geist über die Menschen utjeiten, dort wie nu passiert. Die letzte Zeit funk am Pfingsttag an, und wir leben noch immer eine letzte Zeit. Wir haben nu all für 2000 Jahre eine letzte Zeit gewohnt. Dort meint, Gott deit das letzte, wat er noch daune will, eier Jesus wahrheitjamt. Du wein erst dort die letzte Zeit. Aber, willst du gemeint noch nicht vor dich es, willst du noch nicht vollzohlig es, lebe noch immer in der letzte Zeit. Aber, liebe Freunde, ich will jün sagen, die letzte Zeit wird ab einmal ewer sein. Dann wird dort auch noch passieren, wat passieren soll, wat der Prophet Joel seht, dat Gott graute Tierkens am Himmel wird daunen, eier de graute Dach vom Herrn sin kommen, dor wir.
Bist du reit für dit kommen vom Herrn? Hast du überhaupt den Heiligen Geist? Wann du die noch niemals bekehrt hast, wann du noch nicht ein Kind Gottes bist, dann hast du noch nicht den Heiligen Geist. Die kämpft bloß in dei Horten an, wo sich han rein waschen loten durch das Blut Jesus, wie an am Leiven donen. Hast du dort gedonen? Dann, als Petrus dort erklärt hat, dann ging er wieder mit seine Predigt. Und dit wie eine wunderscheine Predigt, willst du hat eine sehr graute Wirkung auf diese düsende Juden, wo der Tau hier in deiden. Ich lese nu von Vers 22 an, wat Petrus seht. Er sagt hier, je manner uit Israel, horcht wat ich ju sei. Jesus von Nazareth, den Mann von Gott, durch den Gott unge ju Wunderwerken in Wundertekens deid, so sie dat selbst weiten, Gott hat dat bi sich in seinen Plan so beschloten, dat hei ju den eine Hang geben woll, en je neimen am, en leiten am durch Sinder hang, an Trietsnörlen in Dautmerken. Gott aber wirk am Wahrer ab, en mürk am Frie von alle Dautesnaut, denn dat wir anmählich dat de Daut am Haulen können. Nu bringt Petrus die Gedanken von diesen Menschen ab Jesus. Er nimmt nu die Gelegenheit vor, an Jesus fair zu predigen. Und wat er an hier sagt, es wirklich dat Evangelium. Hast du mal darüber nur gedacht, wat dat Evangelium is? Evangelium bedeut Gaude Norecht. Dit is de Gaude Norecht. Er redt über Jesus. Und er sagt, wer hei wir? Jesus von Nazareth. Also dort wir dei, wat gelebt haft, wat von Gott geschickt wir. Er sagt hier, wat er gedonen haft. Wunder und Tierkens, wat er beweisen dort he von Gott wir. Wat is mit am passiert? Er sagt hier, dort et an Gott sin Plon wir, dort he Jesus wurde an Ehre häng nern jeven, also die Juden Ehre häng. Und auch wieder, wat die Juden mit am Daune wurden. Sie nehmen am Faust in übergauven am Sinn gehängen, oder wird sie übergauven am die Reimer, und verlangten, dass die Reimer am Trietzchen deiden. Aber Gott bekannt sich zu diesen Jesus, dort wie je Gott sie sehen, die kun nicht dort gemerkt worden. Und wo beweist Gott, dort he für diesen Jesus wir, dort hat sie sehen wir, er beweist dort dadurch, dass er am vom Daut abwürg. Und so würde ich sagen, der wichtigste Punkt an Petrus seine Predigt wie die Auferstehung Jesus, dort er war auch abgewagt wie vom Daut. Und willst dort Juden wären, und ich lebte ja alle im Alten Testament, nahm Petrus anträgt nur das Alte Testament, nur David, nur die Psalmen. Inwieweit hier dort die Juden sich sehr fast und das Alte Testament holen, und so beweist Petrus an uit het Oude Testament, dat David sogar in de Psalmen al van Jesus gered had, en daarvan dat hij storven en opstonen wordt. Hij zegt hier zo, denn David zegt van arm, ik zag den Herrn immer ver mij, denn hij is bij mij te rechte hand, dat ik sicher sto. Daarom freit zich mijn hart, en mijn tong redt vrouw, in bovendem, wo ich storflicher eine sichere Hoffnung rühen. Denn du wurst meine Seil nicht wie die Daudesloten, und wurst dort nicht tauloten, dort dein Heiliger verkommen wird. Du hast mir de Weh zum Leben weiten loten, du wurst mir an deine jähen Wut de volle Freude schenken. Diesen Psalm tschan wie. David redt hier nicht von sich selbst, er redt hier von den, der kommen soll. Von Jesus. Diese Anwendung ist ab Jesus. Er wird seine Seil nicht beim Daut loten. Und wenn er hier sagt, dein Heiliger wird nicht verkommen, meint er hier Jesus. Und das bedeutet, dass Jesus wird vom Daut abstohlen und er wird in volle Freude beim Vater war er sein. Und dann zu guter Letzt sagt er dit, darum soll ganz Israel bestimmt werden, dass Gott diesen Jesus, den je Christchen zu beides Herrn und Christus gemerkt haft. Dit ist eine strenge Predigt. Er sagt dann, krieg dem Janien, krieg den Geschenkten Gottes,
den, wat Gott al voor zo veel honderde jaar versproken had, den ha je Juden genomen, en je haben am gekreuzigt. Ober je han den Arrechten gekreuzigt, je han Gott seinen Sehen gekreuzigt. Wenn du in Erdmark an door je warst wirn, dann glaub ich, wird uns dat ook sehr getroffen han. Wie's de Bibel sagt, dann furz no her, ob aus Petrus dit gesagt hat, wären sie am Hort getroffen. Wärst du allemal am Hort getroffen worden? Du hast vielleicht eine Predigt gehört, in der erst die wirklich ganz am Hort nangegangen, und du hast die sehr eilacklich gefeilt. Du hast die sehr arrüch gefeilt. Kragt so feilten sich die Juden da an dem Dach. Wenn bei dir auch diese Frage ist, was soll ich daunen? Dann will ich die Maut merken, dass du den Herrn Jesus anropen deist, wie's die Bibel sagt, dei wort am anropen, dei wort heiraten. Wenn du noch nicht rat bist, kann dort von dir auch passieren. Wenn du über ein Kind Gottes bist, dann überjaff dein Leben, den Heiligen Geist, doch noch von dir auch. Will wir beten, Herr Jesus, ich komme nur die in wie Betten, dass du der Jahn gerade wurscht, wat en er hoort seien, ek bruk die, ek sie ganz om eng. En schenk dat wie doch alle ons den Heiligen Geist hangeven worden, dat hij ons regieren en brokken kon. Amen. Wann je nog vragen han, even dat wat je op dit program gehoord han, mijn telefoonnummer is 205-356-0523. Ik wens je allen een goede week. Op aan hier.